Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, brauche ich nicht mehr sagen, ich richte es dann an die Mitarbeiter, die auch zu dieser späten Stunde noch ihren Dienst tun. Wir verabschieden heute den Gesetzesentwurf der Bundesregierung zur Einführung eines familiengerichtlichen Genehmigungsvorbehalts für freiheitsentziehende Maßnahmen bei Kindern. Mit dem Gesetz wollen wir also bestimmte freiheitsentziehende Maßnahmen bei Kindern und Jugendlichen unter den Vorbehalt der Genehmigung des Familiengerichts stellen. Bislang unterliegen in Deutschland nur Unterbringungen von Minderjährigen, die mit einer Freiheitsentziehung verbunden sind, einer Genehmigung des Familiengerichts. Das heißt, Unterbringung in einer Einrichtung und die Tür ist geschlossen, verschlossen. Für die freiheitsbeschränkenden Maßnahmen anderer Art sieht das Gesetz dagegen derzeit keine gerichtliche Genehmigungspflicht vor. Hierüber entscheiden allein die Eltern im Rahmen ihrer elterlichen Sorge und in Absprache mit den jeweiligen Einrichtungen. Freiheitsbeschränkende Maßnahmen gemeint sind beispielsweise Fixierungen durch Gurt, Anbringen von Bettgittern, die Gabe sedierender Medikamente oder der Einschluss in sogenannte Time-out-Räume sind für die Betroffenen aber meist eine nicht weniger einschneidende Maßnahme wie eine geschlossene Stationstür. Sie sind ein schwerwiegender Grundrechtseingriff und wird von vielen Kindern als tiefste Demütigung empfunden. Bei volljährigen Betreuten sieht das Betreuungsrecht, und es wurde heute schon mehrfach angesprochen, deshalb bereits jetzt ein solches gerichtliches Genehmigungserfordernis vor, also auch für unterbringungsähnliche Maßnahmen. Ich freue mich, dass wir heute für einen Gleichlauf des Kinderschutzes mit dem Erwachsenenschutz sorgen. Künftig stellen wir auch die Anwendung freiheitsbeschränkender Maßnahmen in Einrichtungen bei Kindern und Jugendlichen unter diesen familiengerichtlichen Genehmigungsvorbehalt. Denn leider, und auch das wurde heute schon mehrfach angesprochen, gibt es Fälle, in denen freiheitsentziehende Maßnahmen in den Einrichtungen zu leichtfertig angewandt wurden. In jüngster Zeit sind einige Fälle von Einrichtungen bekannt geworden, in denen Kinder mit geistigen und seelischen Behinderungen regelmäßig Freiheitsbeschränkungen ausgesetzt wurden, obwohl mildere Maßnahmen möglich gewesen wären. Insbesondere Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe und der Behindertenhilfe haben die Aufnahme von schwerwiegenden oder von, ja, sagen wir mal, schwierigen Jugendlichen zum Teil davon abhängig gemacht, dass die Eltern zu Beginn unterschreiben, dass sie mit solchen freiheitsentziehenden Maßnahmen einverstanden sind. Die Ursache für die angesprochenen Missstände können vielfältig sein. Nicht selten genug geschieht die Anwendung einer freiheitsentziehenden Maßnahme in gut gemeinter pädagogischer Absicht oder auch aus Personalmangel, obwohl die Maßnahme Einzelfall vermieden hätte werden können. Maßgeblich ist aber, dass es sich bei dem Einsatz freiheitsbeschränkender Maßnahmen jedes Mal um einen schwerwiegenden Eingriff in die Persönlichkeitsrechte der Betroffenen handelt. Da die Entscheidung für und gegen freiheitsentziehende Maßnahmen weitreichende Auswirkungen für die spätere Entwicklung des Kindes haben kann, sollten sie wirklich nur das allerletzte Mittel sein. Natürlich gibt es auch Situationen, in denen aus Gründen des Kindeswohl der Einsatz zwingend erforderlich ist. Und ich war als Betreuungsrichterin damals bei den gerade 18 Jahre gewordenen Kindern in solchen Einrichtungen, habe viele solche Situationen und Konstellationen auch live erlebt. Und es ist, ich weiß, ein Sachverständiger hat gesagt, wenn man ganz viel Personal hat und viel Geduld, dann kann man alle Kinder irgendwann beruhigen. Das ist genau die Argumentation ja auch im Bezirkskrankenhaus. Die Realität in vielen Einrichtungen und in vielen Bezirkskrankenhäusern sieht einfach auch anders. In wie vielen solchen Einrichtungen waren Sie schon? Wie viele solche Entscheidungen haben Sie schon getroffen? Mit wie vielen betroffenen Kindern haben Sie schon geredet? Sie reden immer nur vom Schreibtisch. Sie haben nie die Praxis erlebt. Es tut mir leid. Glauben Sie mir, das ist wirklich bitter. Und was glauben Sie, wie schwer das auch als Richter ist? In dem Fall waren es gerade 18-Jährige. Deshalb musste man als Betreuungsrichter darunter scheiden. Aber es gibt einfach auch solche Konstellationen. Und zum Glück werden ja nicht am Fließband betroffen. Aber daher müssen wir uns freuen, dass wir da eine zusätzliche Maßnahme zum Schutz einrichten. Die Grenzen verlaufen. Wir führen doch jetzt hier keine Diskussion. Ich soll eine Rede halten, oder?
Wir haben fast eins. Wir müssen morgen alle um 19:30 wieder hier sein. Eine Frage wird es nicht zugelassen. Also aus meiner Sicht ist es folgerichtig, dass wir jetzt diesen Genehmigungsvorbehalt einführen und damit letztlich einen Gleichlauf mit dem Betreuungsrecht. Dabei hat es zwei Vorteile. Es hat zum einen den Vorteil natürlich auch für die Eltern. Für die Eltern ist es nicht schwierig, ist es sehr schwierig, ihr Einverständnis zu erteilen. Oft sind sie selbst unsicher. Manche Eltern haben vielleicht auch gar nicht so ein großes Interesse und interessieren sich noch nicht so sehr für ihre Kinder, die sie in die Einrichtung. Auch das kann es geben. Und umso wichtiger ist es, dass das Gericht noch bei derart demütigenden Maßnahmen das auch noch mal kontrolliert. Aber es wurde von meiner Kollegin auch schon angesprochen, manchmal ist es auch besser für die Kinder, wenn nicht nur die Eltern oder die Einrichtung das festlegen, sondern wenn das Kind das Gefühl hat, da hat noch eine unabhängige dritte Person drüber geschaut. Ich sehe, meine Zeit ist zum Ende. Ich will es nicht länger überziehen. Aus der Praxis im Betreuungsrecht weiß ich, manchmal nervt die gerichterliche Kontrolle, aber eins ist gut, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, eine disziplinierende Wirkung hat ein zusätzliches richterliches Genehmigungserfordernis auf alle Fälle. Und ich glaube, in dem Ziel, so wenig wie möglich solche Eingriffe zu haben, wenigstens da sind wir uns doch heute, glaube ich, hier einig. Gute Nacht. So, ich schließe damit jetzt die Aussprache.